redet. Der Talk mit Christian Becker. Hallo, ich bin Mirko Reh. Ich habe eine Kochschule in Frankfurt, schreibe Kochbücher, mache Fernsehsendungen und bin Inhaber von Chroma Messer und Inhaber von Gewürzguru. Und du warst letztes Jahr ja schon zu Gast, Mirko, da ging es nämlich um Weihnachten, da haben wir uns um den perfekten Weihnachtsbraten gekümmert. Heute soll der Schwerpunkt auf Ostern liegen, weil in ein paar Tagen ist es soweit, dann feiern wir wieder Ostern. Und bevor wir so thematisch in diese Kochrichtung gehen, die erste Frage an dich, was war denn dein persönliches bestes Versteck, um Ostereier irgendwo zu verstecken? Ich habe das super gerne gemacht, was versteckt und vor allem für meine Schwester. Und ich habe die Sachen dann so gut versteckt, dass ich sie meistens selber nicht mehr gefunden habe. Und da gab es immer im Laufe des Jahres dann lustige Überraschungen, wenn es dann irgendwo mal gerochen hat, weil wir dann wirklich Eier gefunden haben, die wir vorher nicht gefunden haben. Also das ist echt witzig gewesen. Und ich habe mir da immer einen Spaß gemacht. Und ebenso auch meine Eltern, auch die waren große Meister, was das Verstecken angeht. Das war immer, das hat echt Spaß gemacht. Ja, wir haben mal als Kind, als es noch so war, dass es tatsächlich zu Ostern auch noch Schnee lag, vielleicht haben wir dieses Jahr auch noch mal Glück, haben wir das mal aus Spaß gemacht, dass wir mal rohe, weiße Eier im Schnee versteckt haben und haben die dann mit Barfuß dann gesucht, weißt du? Ich weiß, ich habe auch ein schlechtes Gewissen wegen Lebensmittelverschwendung, aber es waren nur zwei. Ja, aber da kann man... Übrigens, das ist auch ein großes Thema, gerade an den Festtagen, was da an Lebensmitteln gekauft wird und hinterher wieder weggeschmissen wird, weil die Leute Angst haben, nicht satt zu werden. Und das finde ich grauenvoll, was da an Massen hinterher in der Tonne landen. Und das ja eigentlich ja nur, wie gesagt, was du schon sagtest, man hat ja immer Angst, zu wenig zu haben, aber das ist, also mir persönlich, noch nie passiert, weder auf einer Grillfeier noch auf einer Geburtstagsfeier. Du hast beim Einkaufen immer Angst, nee, ach, nimm doch nochmal die Tüte mit und das nochmal mit und koch das mal. Und daher stehst du wieder da und musst gucken, dass du das Essen verteilst. Ne? Ja. Vor einem halben Jahr hatte ich einen Gourmetkoch aus der Schweiz, Mirko Buri, der sich damit auch beschäftigt. Und der hat gesagt, der hat einen einfachen Tipp, 600 Gramm Lebensmittel pro Person und dann hast du eigentlich nie zu viel. Hast du da auch irgendwie in der Art und Weise Erfahrungswerte gemacht, Mirko? Richtig. Also ich rechne ja, wenn ich einen Kochkurs mache, rechne ich auch alle Rezepte auf die Personen aus. Ja. Und auch, da muss ich meinem Namensvetter, genau. Der schätze und der ja auch dieses Clean Eating macht. Ja, genau. Ganz, genau. Ganz toller Kollege, Wahnsinnskollege. Da gebe ich ihm recht, 600 Gramm ist vollkommen ausreichend. Und ich mache das dann so, dass ich dann auch wirklich grammgenau, also was heißt grammgenau, aber dass ich dann wirklich bei einer Zwischenspeise 50 Gramm Trockengewicht Nudeln, Reis habe, bei einem Hauptgang, also ich rechne das alles aus. Und es funktioniert hervorragend. Seitdem ich ausrechne, haben wir viel weniger Lebensmittel, die in der Tonne landen, weil wir dürfen den Leuten ja nichts mitgeben und jetzt schon gar nicht während Corona. Das ist da in dem Falle ja noch schlimmer. Und was auch gut ist, unsere Bilanz von der Wirtschaftlichkeit hat sich natürlich dahingehend auch verbessert, dass wir nichts mehr wegschmeißen und dadurch natürlich auch Kohle sparen. Absolut. Das merkt man dann auf jeden Fall auch im Geldbeutel. Aber, Mirko, aber eins noch, privat ist man dann doch wieder anders drauf. Weil wenn man von heute auf morgen bei mir die Tür zuschließen müsste, ich käme dann locker 6 Monate aus, ohne etwas einkaufen gehen zu müssen. Ist ja eigentlich absurd. Ja. Aber alles gut. Ja, aber da hat meine Mutter aber auch schon gesagt, Junge, hab immer irgendwas noch an Essen zu Hause. Und man hat sich ja durch Lockdown erlebt, ich meine, gut, die Lebensmittelgeschäfte waren nie
zu, aber man hat ja trotzdem Angst gehabt, dass man nicht mehr an Essen kommt. Deswegen ist es immer gut, so eine kleine Ration zu haben. 6 Wochen oder sowas komme ich jetzt nicht oder Monate hin. Bei mir reicht es vielleicht für 2, 3, aber reicht ja auch schon. Meine Schwester kann noch mehr. Die hat 2 große Gefriertruhen im Keller, weil sie auch einen Hund hat und Frischfleisch an ihn verfüttert. Ja. Also die könnte auch locker ein halbes Jahr überleben, wenn alles wäre. Also weiß ich schon mal, wenn ich mich wenden kann hier in Kassel, falls es mal irgendwie eng wird. Ja, in deiner Nähe. Lass uns mal auf Ostern kommen. Ja, wie sah das denn bei dir in der Kindheit oder generell in deinem Leben aus? War das auch wie bei mir, dass man so wirklich strikte Mahlzeiten zu den Feiertagen hatte? Also ich erinnere mich dran, Karfreitag gab es nur Fisch, alles andere war Sünde aus Sicht der Kirche. Samstag war mal eine Ruhepause, Sonntag gab es vielleicht den Osterhasen, Montag das Osterlamm. Wie war das denn bei dir? Also freitags gab es Fisch mit Spiegelei und Bratkartoffeln. Das war bei uns immer so der Standard. Samstag gab es grüne Soße. Ja, stimmt. Samstags grüne Soße, ebenfalls mit Eiern. Und ich muss gestehen, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob es da ein Stück Fleisch gab oder ob es wirklich nur grüne Soße und Eier gab. Das weiß ich nicht mehr. Aber wenn, dann gab es maximal ein Würstchen oder sowas, ein Bratwürstchen dazu. Sonntags Hase, in der Tat. Und Karotten- und Erbsengemüse. Rosenkohl, glaube ich. Und Salzkartoffeln. Lecker. Und Montag gab es dann natürlich ein Lamm. Ja. Das war wirklich jedes Jahr das Gleiche. Und noch eins, wegen Weihnachten. Bei uns gab es Weihnachten auch keine Gans, sondern bei uns gab es Weihnachten auch Hase. Und bei der Oma dann Gans. Ah, okay. Also das kenne ich. Ein bisschen ungewöhnlich. Ja, wollte gerade sagen, weil das kenne ich jetzt so nicht. Aber wenn wir mal bei diesen einzelnen Gerichten bleiben, wir gucken mal auf Karfreitag Fisch. Ist das so die klassische Forelle oder was nimmt man dann meistens für einen Fisch? Und wenn ja, hast du irgend so ein Geheimrezept oder irgend so einen Trick, wie es besonders super wird? Ja, also ich habe immer das Problem, dass die Leute denken, man müsste alles zu lange machen. Und eine Forelle, wenn du die von beiden Seiten kurz anbrätst, 180 Grad ab in den Ofen, 10-12 Minuten lang durchziehen lassen und dann ist der Fisch perfekt. Aber, und wenn das meine Mama hören sollte, schimpft sie sicher, meine Mama würde das eine halbe Stunde drin lassen, dass er doch tot ist. Also da koche ich ein bisschen anders und das ist auch mein Tipp. Weniger ist oft mehr, weil die Sachen ziehen sehr schnell durch und Fisch ist ja sehr eiweißreichhaltig und das zerstörst du natürlich sehr, sehr schnell und deswegen weniger ist mehr. Hase, hast du da einen Trick? Vorher einlegen, irgendwie einen Tag mal hängen lassen mit Gewürzen? Das hat man früher gemacht, dass man das in Buttermilch eingeweicht hat. Ja, genau. Halt genau. Die Schwerstoffe rauszuziehen, das ist heute nicht mehr, muss man heute nicht mehr machen, denn es wird heute anders da gearbeitet und man hat mehr Kühlmöglichkeiten, beziehungsweise die Kühlmöglichkeiten, dass es schneller runterkühlt, sind ja viel höher. Heißt, der Verderb von einem Hasen ist nicht so, geht nicht so schnell. Und das ist auch mit dem Lamm genau dasselbe. Früher haben die Leute gesagt, das stinkt immer wie ein Allerhammel. Ja. Heute riecht das ganz, ganz frisch. Und beides, sowohl Hase als auch Lamm, ist ja ein sehr zartes Fleisch. Und auch das muss man nicht lange töten. Also wenn ich höre, ich habe meinen Hasenbraten im Ofen 3 Stunden, viel zu lange. Eine Stunde reicht vollkommen, wenn er in Brühe ist. Und ich bin so und so kein Fan davon, ganze Tiere da reinzulegen. Ich würde immer nur Teilstücke machen. Die kann man besser portionieren, da hast du nicht so eine Schweinerei am Tisch. Und deswegen würde ich persönlich immer Teile machen, Teilstücke machen. Mirko, das Wichtigste beim Essen ist ja auf jeden Fall die Soße, so eine schöne, deftige, kräftige, braune Soße. Wie kriegst du das hin? Also wie machst du das? Erst das Fleisch anbraten in der Pfanne, dann da halt das ganze Geschnipsel rein, mit Rotwein ablöschen. Oder gib uns mal aus der Sicht eines Profikochs mal vielleicht einen Hinweis, wie kriege ich eine tolle Soße hin?
Also im Prinzip muss man extrem klassisch arbeiten. Heißt, du brätst die Fleischstücke an, dann löschst du das ein bisschen ab mit einer Brühe oder mit einem Wein und dann erstmal raus aus der Pfanne, dass das nicht verpufft, nicht verkocht. So, das ist deine Basis. Dann brate ich Zwiebeln an, wieder raus. Dann karamellisiere ich etwas Tomatenmark, dass ich eine schöne Farbe bekomme. Dann kommen alle Dinge wieder zurück, wird mit Brühe aufgefüllt und mit Wein, je nachdem, Weißwein, Rotwein. Dann kommen die Hasenteile oder die Hasenteile wieder rein. Deckel auf den Bräter, ab in den Ofen, eine Stunde. Raus, Teile raus aus dem Bräter, Soße pürieren und mit ein bisschen Stärke andicken. Und dann hast du die beste Soße. Super, klingt auch sehr unkompliziert. Was für eine Weinsorte nehme ich denn? Nehme ich eher so einen süßlichen Wein oder lieber einen herben Wein? Gibt es da Unterschiede? Was präferierst du vielleicht mehr? Also ich würde immer einen trockenen Wein nehmen, weil Beispiel durch die Zwiebeln, wenn Zwiebeln gebraten sind, bekommen sie auch eine süßliche Note. Und wenn du schon die Basis süßlich machst und dann so viele Dinge, die süß sind, verbindest, dann wird die Soße zu süß. Und deswegen immer einen trockenen Wein. Und das muss kein teurer Wein sein. Das könnte auch der aus dem Tetrapack sein. Mhm. Das wäre überhaupt kein Problem. Alfred Biolek hat ja immer gesagt, den Wein, den ich trinke, der kommt auch ans Essen. Aber ich bin der Meinung, der Wein gehört in den Koch und der günstige Wein gehört ans Essen. Und von daher spielt es beim Kochen nicht wirklich eine Rolle. Sehr schön. Also jetzt haben wir schon ganz viele Insider-Tipps für die drei Ostertage, die demnächst folgen. Mirko, ich will aber noch auf einen Punkt zu sprechen kommen. Du bist ja ein sehr kreativer Fuchs. Du hast es eben schon gesagt, was du alles machst. Unter anderem würde ich nochmal auf diese Bücherschreiberei nochmal zu sprechen kommen. Ja, wir sind ja, glaube ich, wir haben eben im Vorgespräch gesagt, zwei Bücher in der Entstehung. Sag uns ganz kurz, was das für Bücher sein werden. Also das erste Buch, was im Frühjahr jetzt irgendwann rauskommt. Das wird heißen 100 Rezepte, die man in seinem Leben einmal gekocht haben sollte. Also ein sehr langer aber so ein Bucketbuch, das war schon immer mal mein Traum, dass ich aus meiner Sicht mal meine 100 Rezepte nehme, die ich liebe, die ich in der ganzen Welt, ich bin ja bis vor Corona sehr viel gereist und die ich für mich sehe als die 100 Rezepte, die man wirklich mal gekocht haben sollte. Und das ist auch teilweise ganz unspektakulär. Ich wollte gerade fragen, kann ich das denn als Amateur denn eigentlich dann machen oder brauche ich da schon halt Berufsausbildung für? Definitiv. Meine Rezepte sind ja immer ganz kurz gestaltet, weil ich hasse es, wenn ich ein Rezept lese. Erstmal, ich verstehe es selber als Profi nicht. Das ist für mich, geht gar nicht. Und Nummer zwei, wenn ich lange lesen, ich lese gerne, aber dann lese ich einen Roman oder gucke mir schöne Kochbilder an. Aber wenn ich ein Rezept über mehrere Seiten lesen muss, ist es für mich schon raus. Und deswegen, ich kann dir das mal zeigen, meine Rezepte sind halt immer wirklich ziemlich übersichtlich. Heißt, du hast ja, eine Seite und meistens dann auch noch ein schönes Bild. Aber das ist halt immer wirklich ganz übersichtlich, denn viele Schritte, die beim Backen ja wichtig sind, sie müssen das 10 Minuten schlagen, bla 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 bla. Das ist wichtig beim Backen. Aber beim Kochen sind manche Dinge, sie müssen erst das dazugeben, das dazugeben. Das ist bei vielen Dingen vollkommener Blödsinn. Beispiel Salatsoße. Nehmen Sie erst den Joghurt, nehmen Sie erst das. Vollkommen Blödsinn. Du gehst mit dem Mixer später rein. Und ich habe es so gemacht, dass ich bei meinen Gewürzmischungen, wenn ich Gewürze anrühre oder wenn ich Salatdressings mache, habe ich einen einzigen Satz. Copy-Paste, den habe ich immer. Und die Leute lachen immer schon und sagen, dein Soßenbuch, immer super, ich weiß, alles rein, fertig. Aber ich will es den Leuten einfach machen. Ich will den Leuten zeigen, dass man A, frisch kochen kann, B, nicht ein
einen riesen Rödel haben muss und C, sich dann dadurch natürlich auch gesund zu ernähren. Wenn wir mal so einen kleinen Blick in dieses Buch werfen mit den 100 Rezepten oder 100 Gerichten, vielleicht so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Mirko, gibt es denn so etwas ganz Außergewöhnliches, was ich vielleicht auch gar nicht kenne, was du auf deinen Reisen entdeckt hast, was auf jeden Fall in diesem Buch erscheinen wird? Gibt es da irgendwas ganz Ausgefallenes vielleicht? Gute Frage. Ganz ausgefallen fällt mir spontan nichts ein. Aber was auf jeden Fall drin ist, ist eine Tom Kha Gai aus Thailand. Das ist eine Suppe, die ich sehr liebe. Übrigens, Suppen mag ich auch sehr gerne. Oh, ich liebe dann das auch, ja. Ist drin ein Watt aus Afrika. Watt sind gekochte, frittierte Eier in einer scharfen Gewürzsoße. Das ist schon sehr außergewöhnlich. Dann ist drin ein italienisches Gericht, was ich hier bei mir in der Firma fast jede Woche kochen muss. Pasta al Limon, also Spaghetti al Limon, das geht hier immer. Ja. Dann ist drin von meiner Mama die einfachste Tomatensoße der Welt, weil ich finde sowas grandios, mit drei Zutaten eine Tomatensoße zu machen und die dann auch noch schmeckt. Das ist jetzt kein Riesending, aber trotzdem, ich finde, in so ein Buch gehört sowas rein. Und ich finde es auch mal toll, dass man einfach auch so eine Tradition beibehalten kann und weitergeben kann, ne? Von Personen, die das schon seit Jahrzehnten gemacht haben. Gab es denn auf deinen Reisen irgendwann mal ein Gericht, Mirko, wo du gesagt hast, nee, das esse ich nicht? Ja, das gab es in der Tat. Wir haben in Südkorea gedreht und dann waren wir in so einem Hawker Market. Hawkers sind so Food, also bei uns würde man sagen so Fresshallen. Und das ist schwappt ja jetzt auch mittlerweile sehr stark auch nach Europa rüber, dass man so Hawkers hat, so Food Hawkers. Und da hat man mir mal einen Steak Tartar angeboten. Und brachte das und lachte schon, weil man dann noch mit so einer Kelle dann noch etwas draufkippte, was sich bewegte. Und das waren frisch zerhackte Tentakel, Tintenfischtentakel. Ja. Und das zappelte dann noch. Oh. Das war, wo ich dann gesagt habe, boah, das geht gar nicht. Also ich habe schon Mehlwürmer gegessen. Ich habe schon Schafshoden gegessen, ich habe schon Python gegessen, das hat mir alles nichts ausgemacht, aber das fand ich grauenvoll. Boah, das hört sich aber fies an. Ekelhaft. Aber da wär's ja fast schon prädestiniert für den Dschungel. Das ist ein Format, wo ich nicht hingehen werde. Ich also, definitiv ich auch mal, nie. Ich sag mal, diese... wegen dem Geld schon mal gar nicht, weil das finde ich auch unanständig, dass die Leute da so viel Geld bekommen. Aber dieser, also ich plaudere ja gerne, aber dieser Seelenstriptease 24 Stunden rund um die Uhr, den Leuten sein Innerstes nach außen kehren, ungerne. Also ich habe mein Privatleben versucht, immer aus dem Showgeschäft rauszuhalten, was natürlich nicht immer klappt, weil wenn die Presse mitbekommt, dass du einen neuen Mann an deiner Seite hast oder einen neuen Boyfriend, das ist natürlich für die Presse immer ein tolles Ding. Von daher klappt das nicht. Aber Dschungel, also das ist eine Show, wo ich definitiv nicht reingehen würde. Ja, ich auch nicht, weil das ist auch gerade, ich meine, du bist weitaus bekannter als ich, aber das Privatleben ist privat und ich finde, das gehört auch da nicht in die Öffentlichkeit rein. Mirko, letzte Frage noch zu dem anderen Buch. Es wird ein Pasta-Kochbuch noch geben, das du geplant hast. Und ich bin ja ein totaler Nudelfan und habe jetzt auch seit letztem Jahr angefangen, die Nudeln selbst zu machen. Wirklich mit Kneten und mit einer, also ohne KitchenAid, sondern wirklich handgemacht. Ja. Und ich finde, ich glaube, du stimmst mir dazu, die schmecken einfach geiler, als wenn du dir die Packung aus dem Supermarkt irgendwie aufmachst. Eine Supermarktnudel liebe ich zwar auch, weil es halt schnell geht, aber in der Tat, ich gebe dir recht, eine frisch gemachte Nudel ist natürlich auch viel gehaltvoller. Heißt, du brauchst auch nicht so viel und bist ruckzuck satt. Von daher mag ich das schon gerne und gerade gefüllte Nudeln,
Bei mir ist es immer so, wenn ich privat gefüllte Nudeln mache, das ist dann immer so den Kühlschrank auskehren. Habe ich ganz spannende Füllungen, wo die Leute dann sagen, wow, da hast du dir ja Wahnsinnsgedanken gemacht. Und ich so, nö. Ich habe geguckt, was kurz vor Exitus ist. Und dann habe ich einfach das durch den Fleischwolf gedreht und habe eine Füllung gemacht. Sehr schön. Mascarpone dran, dann klebt es auch schön fertig. Aber das ist wirklich tatsächlich wirklich immer am besten, oder? Und das ist eine Suppe aus Reste machen, die man einfach noch zu Hause hat. Ne? Ja. Perfekt. Ja, Suppen sind ja auch grandios, weil ich habe ja vor ein paar Jahren auch ein Suppenkochbuch rausgebracht. Man kann da so spannende Sachen machen, auch mit ganz, ganz wenig Zutaten. Und dann hast du aber eine andere Gewürzmischung und dann hast du schon wieder ein komplett neues Gericht. Und deswegen, ich habe immer, und da achte ich auch peinlich genau drauf, ich habe immer ein Bund Suppengrün oder so ein Päckchen Suppengrün, was du ja schon geschnitten im Supermarkt bekommst, habe ich immer im Tiefkühler. Sehr gut. Mirko, letzte Frage. Wann kommen denn die Bücher raus? Kannst du mal absehen? Ja, bedingt. Also zwischen Mai und Juni ist geplant das Bucketbuch, 100 Rezepte. Und im Oktober kommt dann das Nudelkochbuch dazu. Okay. Und was es auch dieses Jahr neu gibt, durch meine Firma Gewürzguru, wir machen Kalender mache ich ja schon seit Jahren, aber dieses Jahr machen wir einen Kalender mit einem Gewürz des Monats und man kann den Kalender einfach auch so kaufen, aber wer die Box dazu haben will mit den Gewürzen, der hat dann natürlich nochmal Spaß, weil er jeden Monat was Außergewöhnliches an Gewürzen testen kann. Sehr schön. Da halten wir die Hörer auf dem Laufenden. Alle Infos zu Mirko Reh könnt ihr auch nochmal nachlesen in den Shownotes. Da habe ich nochmal alles reingepackt. Mirko, es war mir eine Freude, dass du wieder mit dabei warst und so ein bisschen Insider-Tipps zum Thema Osterfest gegeben hast. Und es war wieder sehr unterhaltsam und sehr informativ. Vielen Dank, dass du zu Gast warst. Herzlichen Dank für die Einladung und ich komme, beziehungsweise ich bin immer gerne dabei. Beredet. Der Talk mit Christian Becker.